Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Judith Jelena. Wir werden heute gemeinsam eine XXL-Decke stricken. Ich freue mich riesig, dieses Video heute endlich veröffentlichen zu können. Ich wollte nämlich schon immer so eine XXL-Decke haben, habe mich bis dato aber nie rangetraut. Und jetzt hat sich mein Freund diese zu Weihnachten gewünscht und ich dachte mir, perfekt, dann nehme ich euch doch direkt mit und zeige euch, wie das funktioniert. Das Tolle an dieser Anleitung ist, dass du dafür keine Vorkenntnisse benötigst. Also du musst weder stricken noch häkeln können. Ich zeige dir alles in diesem Video. Außerdem ist dieses XXL-Teil wirklich super schnell fertig. Ich habe insgesamt nicht mal einen Tag gebraucht. Also ich habe ungefähr 10 Stunden gestrickt. Es kommt natürlich ganz drauf an, wie groß du deine Decke am Ende haben möchtest. Das kannst du natürlich dann selbst entscheiden. Ich werde am Ende des Videos noch mal etwas genauer auf die Garne eingehen, auch noch mal auf die Größe und wie viel ich genau verwendet habe. Also bleib dran und ansonsten habe ich dir natürlich auch noch mal alles in der Infobox verlinkt, was ich hier heute in dem Video verwende. Und jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich habe mir jetzt erstmal ein Stückchen hier von meiner Rolle abgewickelt und dann können wir auch direkt starten. Und zwar legen wir uns jetzt hier erstmal so eine Schlaufe und dann kommen wir hier mit dem kurzen Teil durch die Schlaufe durch und ziehen uns dann hier diese Masche fest. Also alle, die häkeln, die kennen das, so startet man auch eine Luftmaschenkette. Und diese Schlaufe mache ich ungefähr so groß, dass meine Hand hier gut durchpasst. Und dann hole ich mir hier den langen Faden, also da, wo auch das Knäuel dran hängt, und ziehe mir das hier locker durch diese erste Schlaufe durch. Und so fahre ich jetzt auch fort, also heißt, ich gehe jetzt hier wieder in meine Schlaufe mit meiner Hand rein und hole mir den Faden und ziehe mir das durch die Schlaufe durch. Und das wiederhole ich jetzt im Prinzip einfach so lange, wie lange ich möchte, dass die untere Kante meiner Decke wird. Ich habe jetzt insgesamt für meine große Decke 18 solche Maschen angeschlagen. Ich mache jetzt aber hier für das Beispiel ein bisschen weniger, einfach damit es nicht so ewig dauert, bis ich eine Reihe fertig habe. Also ich zeige es nochmal. Wir haben hier diese Luftmaschenkette, dann gehen wir mit unserer Hand durch diese Schlaufe durch, holen uns das Garn und ziehen uns hier wieder eine Schlaufe. Also so sieht das dann aus und das macht ihr eben so lang, bis ihr die gewünschte Länge eurer Decke erreicht habt. Und dann können wir jetzt auch schon anfangen zu stricken. Die erste Schlaufe, die wir jetzt hier noch haben, also mit der wir ja vorher hier durch sind, die lassen wir frei. Und dann gehen wir hier durch die nächste Schlaufe, also hier, wo dieses Loch ist, durch und holen uns dann hier diesen Faden und ziehen uns dann den durch und ja, ihr könnt da so ein bisschen schauen, also umso größer ihr diese Schlaufe zieht, umso grobmaschiger wird eure Decke, umso enger ihr die zieht, umso kleiner wird das. Also schaut da einfach mal so ein bisschen, was euch gefällt. Ich mache die jetzt ungefähr so groß, also dass meine Hand nicht mehr durchpasst, sondern dass ich jetzt hier, ja, weiß nicht, so 6-7 cm ist jetzt meine Schlaufe groß. Und dann gehe ich hier jetzt durch das nächste Loch. Also diese Schlaufe lasse ich jetzt hier einfach liegen, genauso wie diese erste. Und dann gehe ich jetzt hier wieder durch und hole mir jetzt wieder meinen Faden und ziehe mir das durch. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr die Maschen nicht verschränkt macht, sondern immer, wenn ihr hier durchgeht, einfach das durchziehen, dass dann hier der offene, also der lange Faden, dass der hier auf der linken Seite liegt. Also so sieht das dann aus, also dass das hier immer ein Halbkreis ist, also dass das offen ist und nicht hier so verschränkt da liegt. Und das wiederholt ihr jetzt einfach bis zum Ende eurer Reihe. Also ich habe jetzt hier noch zwei Maschen übrig, heißt, ich gehe jetzt hier wieder durch und ziehe mir das hier lang. Und diese Maschen lasse ich dann immer einfach hier so liegen. Und das mache ich mit der letzten jetzt auch noch. Ich gehe hier nochmal durch und hole mir den Faden. Also insgesamt habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen. Wie gesagt, bei meiner großen Decke, also die ihr ja auch auf dem Bild gesehen habt und so weiter, die ist insgesamt 18 Maschen lang. Es kommt aber natürlich ganz drauf an, was für ein Garn ihr dafür verwendet. Und jetzt können wir die zweite Runde stricken. Dafür lege ich mir dann mein Garn jetzt hier auf diese Seite. Also heißt, dass es von links nach rechts kommt.
Und die erste Masche, die ich gestrickt habe, die lasse ich immer in jeder Reihe frei. Also die erste bleibt frei, heißt, ich lege mir das jetzt hier hinter diese Masche. Also so war das gerade. Und dann lege ich mir das hinter diese Masche drüber. Und dann komme ich jetzt hier durch die nächste Masche, hole mir wieder den Faden und ziehe das hier durch und schaue jetzt, dass ich die Masche genauso groß mache, wie ich die anderen Maschen auch gemacht habe. Also umso gleichmäßiger ihr da arbeitet, umso gleichmäßiger wird dann auch eure Decke später. Und auch hier müsst ihr wieder darauf achten, dass das eben nicht verschränkt ist, sondern dass ihr hier wirklich diesen Halbkreis habt, dass man hier gut durchkommt. Wenn das so rum wäre, dann wäre das hier überkreuzt, das wäre verschränkt. Also immer darauf achten, dass die offen hier liegt. Und dann komme ich hier durch die nächste Masche. Also ich sehe hier wieder, das ist meine offene Masche. Da gehe ich durch und hole mir dann diesen Faden. Und dabei halte ich mir dann auch immer die ein bisschen fest, damit ich das da nicht rausziehe. Und schaue dann wieder, dass ich die Maschen ungefähr gleich groß ziehe, dass die eben gleichmäßig auch wird, meine Decke. Und in diesem Schema fahre ich jetzt fort. Ich gehe jetzt hier durch die nächste Masche, hole mir hier wieder den Faden, ziehe den durch. Und dann komme ich hier durch die nächste Masche und hole mir wieder den Faden. Und die erste Masche, die wir vorher hier ausgelassen haben, das ist jetzt unsere letzte, die wird auch mitgestrickt. Also heißt, da gehe ich jetzt auch durch und hole mir den Faden. Und jetzt habe ich hier meine erste Reihe sozusagen, beziehungsweise meine zweite Reihe schon gestrickt. Und jetzt haben wir hier wieder 6 Maschen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, bei euch sind das dann vermutlich mehr. Ich habe bei meiner großen 18 Maschen verwendet. Und jetzt rolle ich mir hier erstmal wieder ein bisschen was von meinem Garn ab. Und dann kann es auch schon weitergehen. Die erste Masche lasse ich, wie gesagt, immer in jeder Reihe frei. Das ist einfach, dass wir hier dann an den Seiten einen sehr schönen Abschluss haben. Wenn man die mitstricken würde, dann würde das einfach nicht so hübsch aussehen. Also die erste lasse ich frei, deswegen lege ich mir den Faden jetzt hier hinten einfach nach da drüben. Und dann habe ich hier meine nächste Masche und dann arbeite ich wieder in dem gleichen Schema fort. Heißt, ich hole mir hier den Faden, ziehe den durch, schaue, dass ich wieder ungefähr die gleiche Größe auch habe. Und dann gehe ich hier durch die nächste Masche, ziehe mir den Faden wieder durch und mache die Maschen alle gleich groß. Und jetzt kann man schon so ein kleines bisschen erkennen, wie das dann später aussehen wird. Und auch hier immer wirklich darauf achten, dass ihr die Maschen nicht verschränkt habt. Also heißt, dass die sich so überkreuzen, sondern dass das immer wirklich offen ist. Also hier so ein Halbkreis. Und das mache ich jetzt wieder bis zum Ende meiner Reihe. So, das ist hier meine nächste Masche und dann gehe ich hier durch die kommende Masche durch und hole mir auch hier wieder den Faden und auch bei der letzten hole ich mir den Faden. Also die letzte wird immer mitgestrickt, nur die erste dann in der Reihe immer nicht. Und wie gesagt, schaut wirklich darauf, dass ihr das gleichmäßig macht, umso schöner wird dann später euer Ergebnis. Ich zeige jetzt noch 2 Reihen. Also das ist jetzt hier wieder unsere erste Masche und die lassen wir einfach frei. Deswegen lege ich mir den Faden hier hinten durch und dann komme ich hier durch die nächste Masche, hole mir wieder meinen Faden durch, also ziehe mir den durch, ziehe den wieder ungefähr gleich groß, damit das hier alles gleichmäßig wird. Und dann gehe ich hier durch die nächste und ziehe mir das auch hier wieder alles gleichmäßig durch. Und auch hier stricke ich die letzte Masche wieder ganz normal mit. Und dann sind wir in der nächsten Runde und da lasse ich dann die erste hier, also was gerade meine letzte war, wieder frei und lege mir den Faden dann einfach hier hinten ran. Und dann kann ich hier in die zweite Masche wieder arbeiten. Heißt, da ziehe ich mir den Faden wieder ganz normal durch, schaue wieder, dass das einigermaßen gleichmäßig ist. Und dann gehe ich durch die nächste Masche, hole mir den Faden und ziehe das auch hier wieder durch. Also heißt, ihr habt dann immer solche Schlaufen und in diese Schlaufen wird einfach gearbeitet. Also wer zum Beispiel schon mal gestrickt hat, der kennt das. Beim Stricken dreht man die Arbeit dann normalerweise um. Da die Decke aber natürlich sehr, sehr schwer mit der Zeit wird, ist das ein bisschen schwierig. Und so geht es auf jeden Fall viel, viel einfacher. Und ihr seht auch schon, wie schnell das geht. Jetzt bin ich hier schon wieder bei der letzten Masche angekommen. Und die stricke ich immer mit, heißt,
hier kommt dann nochmal mein Faden durch. Und jetzt kann man das Muster auch schon wirklich ganz hübsch erkennen. Also wir sehen, dass wir hier einen schönen Rand bekommen. Also es ist einfach so ein schöner Maschenrand. Und hier sieht das auch alles schön gleichmäßig aus, weil wir die immer gleichmäßig lang gezogen haben. Es ist wirklich kinderleicht. Falls euch das jetzt ein bisschen zu schnell gehen sollte, dann spult einfach nochmal zurück. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal, wie ihr zwei Fäden miteinander verbinden könnt. Denn die Rollen halten natürlich nicht ewig, also heißt, ihr braucht dafür ein paar Rollen. Diese Variante kann ich euch jetzt leider nur theoretisch zeigen, da ich gerade in München bin und meine Filznadel zu Hause in Berlin sich befindet. Ich verlinke euch aber so eine Filznadel auch mal unten in der Infobox. Mit der kann man das nämlich dann wirklich unsichtbar verbinden. Und zwar ist dieses Garn ja wirklich sehr, also es ist ja nicht verzwirnt oder irgendwas. Bedeutet, man kann sich hier easy so ein paar Stücke rausziehen einfach. Also so. Und das mache ich dann mit beiden Seiten. Also heißt hier das Ende und das Ende. Da ziehe ich mir einfach hier so ein paar Flusen sozusagen raus. Und dann kann ich mir jetzt hier die beiden Seiten, wo ich das so rausgezogen habe, aufeinander legen. Dann haben die nämlich ungefähr, da wir das ja jetzt ein bisschen geteilt haben, wieder dieselbe Dicke, wie sie davor hatten. Und das mache ich hier erstmal so ein bisschen, also ich reibe mir das so ein bisschen zusammen. Und dann gibt es jetzt eben diese Filznadel, die ich jetzt leider nicht da habe, die ich euch aber verlinke. Mit der klappt das nämlich wirklich super. Ich habe das auch schon mal probiert und da hat das ganz, ganz toll geklappt. Diese Filznadel ist nämlich keine normale Nadel, sondern die hat so ganz viele kleine Widerhaken. Und dann nehmt ihr euch am besten irgendwie ein Schwämmchen oder was drunter, dass ihr euch nicht wehtut. Und dann stecht ihr hier mit dieser Filznadel ganz, ganz oft hin und zurück. Also heißt hier die ganzen Enden, die ihr eben verbinden wollt. Da stecht ihr ganz, ganz oft mit dieser Filznadel rein und dadurch, durch diese Widerhaken, widerhaken sich dann eben auch diese Fäden. Und das ist dann sozusagen fest und wenn ihr das dann verstrickt, dann sieht das einfach aus, als wäre das der ganz normale Strang und dadurch habt ihr dann wirklich überhaupt keinen sichtbaren Übergang. Ja, und jetzt heißt es im Prinzip einfach nur so hoch stricken, wie ihr das möchtet. Ich habe, wie gesagt, bei meiner Wolle insgesamt 18 Maschen angeschlagen und stricke da jetzt eben nach oben, bis ich meine ganzen Knäuel verstrickt habe. Und da sehen wir uns dann jetzt gleich wieder. Eure gewünschte Länge eurer Decke erreicht habt, dann müssen wir das Ganze jetzt abketten. Ich habe jetzt insgesamt 10 Knäuel verstrickt und habe jetzt hier noch so ein bisschen Restgarn übrig. Hier ist es jetzt wichtig, dass das Garn, was ihr hier übrig habt, dass das ungefähr dreimal die Länge von eurer Kante habt, also die obere Kante, die ihr jetzt abketten wollt. Und das geht wie folgt. Die erste Masche, die wir normalerweise immer freilassen, die wird jetzt ebenfalls mit verstrickt. Heißt, ihr geht jetzt hier einfach durch die Masche durch, holt euch den Faden und zieht hier eine Masche durch. Und jetzt ist es ganz besonders wichtig, dass ihr die so ein bisschen weiter zieht, als ihr das sonst gemacht habt. Und dann gehen wir auch schon durch die nächste Masche, also eigentlich wie gehabt, und machen hier ebenfalls wieder eine Masche. Allerdings machen wir die jetzt auch wieder so ein bisschen weiter, als wir das sonst gemacht haben. Und dann ziehen wir jetzt die erste Masche, die wir gemacht haben, hier über unsere zweite Masche. Und somit haben wir jetzt die erste Masche abgekettet. Und so geht das jetzt weiter. Heißt, wir nehmen uns jetzt hier die nächste Masche, holen uns wieder den Faden hier durch, ziehen eine Masche durch und machen die auch wieder so ein bisschen weiter. Also ungefähr doppelt so groß als die Maschen, die ihr davor gemacht habt. Und dann nehmen wir uns hier wieder hier die Masche daneben und dann ziehen wir diese Masche über die gerade eben gemachte Masche. Und dann seht ihr, haben wir jetzt hier schon zwei Maschen abgekettet. Und in diesem Schema geht es jetzt einfach weiter. Also ich nehme mir dann wieder die nächste Masche, die kommt, hole mir den Faden hier durch, mache die Masche etwas größer und dann ziehe ich diese Masche über diese Masche hier drüber. Und dann haben wir jetzt schon drei Maschen abgekettet. 1, 2, 3. Und das mache ich jetzt weiter. Also heißt, ich gehe hier wieder durch, hole mir den Faden, mache eine etwas größere Masche, ziehe dann diese Masche
über diese Masche drüber. Und das mache ich jetzt einfach bis zum Ende meiner Reihe. Wenn wir jetzt am Schluss angekommen sind, nehmen wir dann hier ebenfalls nochmal die letzte Masche und machen hier nochmal eine Masche durch und ziehen das dann hier über diese letzte Masche drüber. Und dann haben wir jetzt hier noch eine Masche rausstehen und da ziehen wir uns dann einfach den Restfaden durch und ziehen den fest. Und somit haben wir das jetzt abgekettet und das sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Also es sieht hier einfach nochmal wie hübsche Maschen aus. Bei mir hat das jetzt hier übrigens ganz genau gereicht. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann macht das vielleicht ein bisschen länger noch als dreimal so lang wie diese Kante. Ja, und das könnt ihr dann hier jetzt einfach noch abschneiden, also beziehungsweise erstmal vielleicht noch ein bisschen einweben und dass man das nicht sieht. Und dann könnt ihr den Rest, ich mache das hier noch fertig, abschneiden und dann ist die Decke fertig. So eine XXL-Decke ist wirklich ein absolutes Traumteil. Sie ist super warm und vor allem auch super kuschelig und darf meiner Meinung nach in keinem Haushalt fehlen. Worüber man sich allerdings bewusst sein sollte, wenn man so eine Decke strickt, das ist ja mit so einem Dochtgarn gemacht. Also bedeutet, dass es weder gezwirnt noch geflochten noch sonst irgendwas. Und deswegen verliert das mit der Zeit so ein bisschen Flusen. Das ist aber ganz normal bei diesem Garn. Also du solltest dir auf jeden Fall im Klaren darüber sein, dass diese Decke nicht immer 1A aussehen wird, sondern sie wird natürlich so ein bisschen fusselig sein. Mir persönlich ist das nicht so wichtig, also ich finde es nicht so schlimm, wenn die so ein bisschen gebraucht oder used aussieht. Hauptsache, sie erfüllt ihren Zweck und das ist für mich eindeutig der Kuschelfaktor. Wenn du jetzt aber sagst, mir ist das total wichtig, dass das immer perfekt aussieht, ich möchte da keine Flusen oder irgendwas haben, dann kannst du natürlich auch anstatt einem Dochtgarn ein Schlauchgarn verwenden. Ich habe dir da ebenfalls mal eins rausgesucht, das habe ich dir auch unten in der Infobox wie alles andere verlinkt und mit dem hast du dann immer ein perfektes Maschenbild und da kann sich dann auch nichts lösen, weil dieses Garn dann eben von einem Schlauch, sozusagen von einem Stoffschlauch umschlossen ist. Ich habe für meine Decke insgesamt 2 Kilo verstrickt. Das kommt aber natürlich ganz drauf an, was für einen Garn man verwendet. Wie gesagt, du kannst die Größe da ganz individuell anpassen. Du kannst einfach so viele Maschen anschlagen, wie du möchtest, damit du deine gewünschte Breite erreichst. Und dann strickst du eben einfach so hoch, wie du hochstricken möchtest. Wichtig bei dieser Decke ist, dass du sie nicht in die Waschmaschine steckst, sonst hast du nämlich einen kleinen Filzhaufen danach. Also auf jeden Fall, wenn du sie waschen möchtest, mit Handwäsche. Ansonsten empfehle ich sowieso, sie nicht allzu oft zu waschen. Wenn dir das Video gefallen hat und du Lust hast auf weitere tolle DIY- und Bastelideen, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere meinen Kanal und da findest du noch ganz, ganz viele tolle weitere Videos.